leicht gemacht, die Einnahmeüberschussrechnung, ein Lehrbuch für Studium und Praxis. Und ich bin angekommen im dritten Teil. Drittens, Geschäftsvorfälle, Lektion 9, der Eigenverbrauch. Die Lektion hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Seiten. Lektion 9, der Eigenverbrauch. Der Eigenverbrauch gehört zu dem Bereich der Entnahmen. Beim Eigenverbrauch entnimmt der Unternehmer Waren oder Dienstleistungen aus seinem Unternehmer für, wie es so schön heißt, außerbetriebliche Zwecke. Für diese Entnahmen ist im Gegenzug eine fiktive Betriebseinnahme zu erfassen, da im Betrieb ein Vermögensabfluss erfolgt. Wie diese fiktiven Betriebseinnahmen erfasst und berechnet werden, ist der Stoff nachfolgender Lektionen. Wie diese fiktiven Betriebseinnahmen erfasst und berechnet werden, ist der Stoff nachfolgender Lektion. Private Nutzung von Firmenwagen. Fall 34, der Firmen-Pkw. Steuerberater S., der seinen Gewinn durch Erstellung einer EÜR ermittelt, hat sich für seine Kanzlei ein neues Fahrzeug angeschafft. Der Bruttolistenpreis dieses Fahrzeugs inklusive Sonderausstattung beträgt 30.000 Euro. Was ist steuerlich zu beachten? Die Nutzung eines betrieblichen Fahrzeugs zu betriebsfremden bzw. privaten Zwecken stellt eine Nutzungsentnahme dar. Diese Entnahme ist für eine umsatzsteuerpflichtige betriebliche Betriebseinnahme zu behandeln, die den Gewinn erhöht. Das hat folgenden Hintergrund. Wird ein Fahrzeug privat genutzt, entfällt zumindest ein Teil der als Betriebsausgaben gebuchten Kosten auf die private Nutzung. Diese Kosten sind nicht durch die unternehmerische Tätigkeit veranlasst und dürfen somit nicht den Gewinn mindern. Zum Ausgleich der zu hohen Betriebsausgaben wird die private Nutzung als zusätzliche Betriebseinnahme erfasst. Dafür gibt es verschiedene Methoden. Der private Nutzungsanteil kann pauschal durch die 1%-Methode oder das Führen eines Fahrtenbuches ermittelt werden. Bei der 1%-Methode wird der Bruttolistenpreis des Autos bei Erstzulassung verwendet. Um die pauschalierte Höhe des privaten Eigenverbrauchs zu berechnen. Bei der 1%-Methode wird der Bruttolistenpreis des Autos bei Erstzulassung verwendet, um die pauschalierte Höhe des Eigenverbrauchs zu berechnen. Bei Führen eines Fahrtenbuchs werden die privat veranlasst gefahrenen Kilometer zu den geschäftlich gefahrenen Kilometern ins Verhältnis gesetzt und dieses Verhältnis wird bei den angefallenen Fahrzeugkosten verwendet. Berechnungen folgen. Hinweis: Unternehmer dürfen die 1%-Methode nur anwenden, wenn sie nachgewiesen haben, dass sie das Fahrzeug zu mehr als 50% Betrieb. Wenn sie nachgewiesen haben, dass das Fahrzeug zu mehr als 50% betrieblich genutzt wird. Dafür muss der Unternehmer beim Kauf des Fahrzeuges gegenüber dem Finanzamt anzeigen, das Fahrzeug betrieblich nutzen zu wollen und muss den betrieblichen Nutzungsanteil nachweisen. Für den Nachweis genügt ein repräsentativer Zeitraum von ca. 3 Monaten. In der Zeit ist der Unternehmer verpflichtet, seine gesamten Fahrten aufzuzeichnen. Gelingt der Nachweis der mehrheitlich betrieblichen Nutzung nicht, existieren 2 Möglichkeiten. Mit der Fahrtenbuchmethode oder dem Ansatz einer Kilometerpauschale
gelangen die Betriebsausgaben in die Einnahmeüberschussrechnung, ohne dass das Auto selber Betriebsvermögen wird. Pro geschäftlich gefahrenen Kilometer kann der Unternehmer 30 Cent als Betriebsausgabe pauschal ansetzen. Daher kommt der Begriff Kilometerpauschale. Ein-Prozent-Methode. Die 1%-Methode hat als Bemessungsgrundlage den Bruttolistenpreis des Fahrzeugs, also inklusive Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Erstzulassung. Sonderausstattungen sind in die Bemessungsgrundlage mit einzubeziehen. Fall 35, Jagdfieber. Der Jäger J. kauft sich einen kleinen Jeep. Er bezahlt für diesen 3 Jahre alten Panzer 20.000 Euro und freut sich sehr. Kostet doch das gute Stück zum Zeitpunkt der Erstzulassung 3 Jahre zuvor 50.100 Euro ohne Sonderausstattung. An Sonderausstattung wäre die Tarnfarbenlackierung 1.080 Euro und ein eingebautes GPS-Ortungssystem für den Fall der Fälle zu nennen 1.800 Euro. Wie hoch ist die Bemessungsgrundlage für den Eigenverbrauch? Der Eigenverbrauch ermittelt sich wie folgt. Bruttolistenpreis als Neuwagen 50.100 Euro, zusätzliche Sonderausstattung 1.080 und 1.800 Euro gibt die Summe 52.980 Euro, abgerundet auf volle 100 Euro, 52.900 Euro. Der Jäger J. muss also pro Monat für die Privatnutzung 1% von 52.900 Euro, also 529 Euro ohne Umsatzsteuer, als Eigenverbrauch erfassen. Steuertipp: Sind die laufenden Fahrzeugkosten mit eventuellen Abschreibungen niedriger als der ermittelte Eigenverbrauch, greift die Kostendeckelung. Der Eigenverbrauch nach der 1%-Methode entspricht in diesem Fall also maximal den gebuchten Betriebsausgaben. Sinn macht es hier eventuell, die Kfz-Haftpflichtversicherung als private Sonderausgabe zu buchen und im Rahmen der Einkommensteuererklärung als Haftpflichtversicherung anzusetzen. Auch bei der Kostendeckelung sind zumindest die Fahrten zwischen Wohnung und Geschäft in Höhe von 30 Euro Cent je Entfernungskilometer am Tag abziehbar, sogenannte Entfernungspauschale. Hinweis: Hat der Unternehmer 2 Fahrzeuge im Betriebsvermögen, die er auch privat nutzt, und führt er kein Fahrtenbuch, muss er für beide Fahrzeuge die 1%-Methode anwenden. Diese ungerechte Form der Übermaßbesteuerung ist zurzeit leider noch durch die laufende Rechtsprechung und ein Anwendungsschreiben der Finanzverwaltung zementiert. Hinweis 2. Eine weitere Fußangel liegt in der Angemessenheit des Fahrzeuges. Das ist eine relativ aktuelle Entwicklung in der Rechtsprechung und sollte nicht unerwähnt bleiben. Das bedeutet, fahren Sie als Unternehmer einen besonders schönen, in Klammern teuren Wagen, kann es sein, dass die Anschaffungskosten und laufenden Kosten als Betriebsausgabe gekappt werden. Die 1%-Methode aber wird dennoch nach dem ursprünglichen Listenpreis berechnet. Hinweis 3. Eine besondere Rechtsprechung existiert für den Fall, dass ein Auto im Privatvermögen gehalten wird,
das von der Ausstattung her dem Pkw im Betriebsvermögen entspricht. In dem Fall muss das Finanzamt nachweisen, dass der Unternehmer das betriebliche Auto tatsächlich privat nutzt und der Unternehmer dementsprechend einen privaten Eigenverbrauch versteuern muss. Existiert kein gleichwertiges Auto im Privatvermögen, wird eine private Nutzung des betrieblichen PKWs nachhaltig unterstellt. Fall 36, Deutsche Vita. Der Schönheitschirurg G. fährt für sein Leben gern seine sonnenverwöhnte Haut spazieren. Dafür hat er sich ein Porsche Cabriolet angeschafft. Bruttolistenpreis entspricht den Anschaffungskosten von 180.000 Euro. Seine Praxis besteht allerdings nur aus ihm und Blondie, seiner Aushilfe, 15 Stunden die Woche. An Betriebseinnahmen flossen im vergangenen Jahr 18.000 Euro zu. Was könnte passieren? Das Auto könnte als nicht der Betriebsgröße angemessen eingestuft werden. Bei diesem geschäftlichen Umfang wäre vielleicht ein Auto mit Anschaffungskosten von maximal 50.000 Euro als angemessen anzusehen. Die 1%-Methode würde weiterhin Anwendung finden. 1% mal 180.000 Euro sind 1.800 Euro im Monat fiktive Betriebseinnahme. Bei den Anschaffungskosten würde jedoch eine Aufteilung stattfinden. Angemessen und unangemessen ergibt zusammen die ursprünglichen Anschaffungskosten von 180.000 Euro. So, da steht hier, hat G die Anschaffung fremdfinanziert dürfen, auch nur die Zinsen, die auf jeden angemessenen Teil entfallen, die 50.000 Euro als Betriebsausgabe angesetzt werden. Hinweis. Was für Ihr Unternehmen angemessen ist oder nicht, bestimmt also vielleicht der Finanzbeamte von nebenan. Daher gilt, immer schön entgrüßen. Die Fahrtenbuchmethode. Die Fahrtenbuchmethode ist eine sehr aufwendige Rechnung zur Feststellung des privaten Nutzungsanteils. Sie macht Sinn, wenn der Bruttolistenpreis für das Fahrzeug relativ hoch und die private Nutzung relativ klein ist. Der zeitliche Aufwand für das Führen eines Fahrtenbuches sollte nicht unterschätzt werden. Fall 37, das Fahrtenbuch und der Eigenverbrauch. Das Fahrtenbuch und der Eigenverbrauch. Fall 37. Der Ingenieur I, der seinen Gewinn durch Erstellung einer EÜR ermittelt, fährt häufig zu den Baustellen seiner Auftraggeber. Er nutzt dabei ein betriebliches Fahrzeug, das jährlich mit einem AFA-Betrag in Höhe von 5.000 Euro abgeschrieben wird und für das er ein Fahrtenbuch führt. Nach diesem Fahrtenbuch beträgt die Jahresgesamtkilometerleistung mal am Ende des Jahres 01 50.000 Kilometer. Auf Privatfahrten entfallen dabei 10.000 Kilometer, auf Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte 8.000 Kilometer. Die Gesamtkosten des Fahrzeugs belaufen sich auf 9.000 Euro, wobei 7.000 Euro auf Abschreibungen, Reparaturen und Benzin entfallen und 2.000 Euro auf Steuern und Versicherungen. Wie hoch ist der private Eigenverbrauch? Lösung. Die Gesamtkilometerleistung eines Jahres wird in betriebliche Fahrten, Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte und Privatfahrten aufgeteilt. Das Verhältnis der privat gefahrenen Kilometer zu den Gesamtkilometern ist auf die Gesamtkosten anzuwenden, sodass auch diese in betrieblich veranlasste und privat veranlasste Fahrzeugkosten aufgeteilt werden können.
Die Fahrten Wohnung, Arbeitsstätte werden bei den betrieblichen Fahrten zugerechnet. Schließlich sind die Ausgaben Umsatz. Schließlich sind die Ausgaben zwischen umsatzsteuerfreien Steuerversicherung und umsatzsteuerpflichtigen Abschreibung, Reparaturen, Kraftstoffe zu unterscheiden. Der Firmenwagen des Ingenieurs I wird zu 20% privat genutzt. Fahrleistungen der Privatfahrten 10 km zu Jahreskilometerleistung 50.000 km. Das sind zusammen 60.000. Warum das 20% sind? Doch, ist mir gerade klar. So. Die anteiligen Kosten des Fahrzeugs stellen in diesem Verhältnis eine Betriebseinnahme dar. Auch dabei ist zwischen umsatzsteuerfreien und pflichtigen Aufwendungen abzugrenzen. Kfz-Kosten ohne Feuersteuerabzug, bla bla bla, 2000 Euro. Kfz-Kosten mit Feuersteuer, 7000 Euro. So, dann wird jeweils davon 20% genommen. Das sind 1400 Euro. Dann sind das 1400 Euro. Und davon 19% Umsatzsteuer sind 266 Euro. Das sind 1400 plus 266 sind 1666 Euro. Betriebseinnahmen, private Firmenwagennutzung brutto 1666 Euro. Habe ich verstanden. Und ein Fünftel der Jahreskilometerleistung sind privat. Das sind 20%. Das macht auch Sinn. Das ist gerade für mich nachvollziehbar, das ist schön. Auf den Privatanteilen fallen 1800 Euro, 1400 Euro steuerpflichtig, 400 Euro steuerfrei, zuzüglich 266 Umsatzsteuer. So. Achtung! Die Finanzverwaltung stellt sehr hohe Anforderungen an ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch. Übersicht 17. Formerfordernisse eines Fahrtenbuchs. Leichte und übersichtliche Darstellung der betrieblichen und privaten Fahrten. Chronologische, zeitnahe und lückenlose Darstellung der Fahrten. Keine lose Blattsammlung, keine Erfassung, die später problemlos geändert werden kann, zum Beispiel kein Fahrtenbuch über Excel. Bei betrieblichen Fahrten erforderliche Angaben, Datum, Kilometerstand am Beginn und Ende der Fahrt, Angabe des Reiseziels, Angabe des Reisezwecks, Name des aufgesuchten Geschäftspartners. Bei privaten Fahrten oder Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte genügt der jeweilige Kilometerstand und ein kurzer Vermerk. Werden die Formerfordernisse nicht eingehalten, wird im Falle einer Prüfung die private Pkw-Nutzung nach der 1%-Methode ermittelt.
Steuertipp: Sie konnten aufgrund einer längeren Krankheit oder eines längeren Urlaubs das betriebliche Auto gar nicht privat nutzen. Dann müssen Sie für diesen Zeitraum keinen privaten Eigenverbrauch versteuern. Voraussetzung dafür ist, der Unterbrechungszeitraum muss nachweisbar sein. Nicht angesetzt werden immer voller Kalendermonate. Bei einer Unterbrechung, zum Beispiel vom 10.2. zum 18.3. eines Jahres, müssen beide Monate versteuert werden. Leitsatz 13. Private Nutzung des Firmenfahrzeugs. Wird der Firmenwagen zu mehr als 50% betrieblich genutzt, kann die private Nutzung pauschal nach der 1%-Methode ermittelt werden oder die Ermittlung erfolgt entsprechend des tatsächlichen Verhältnisses durch Fahrtenbuch. Der Unternehmer hat ein Wahlrecht. Ein Wechsel der Ermittlungsmethoden innerhalb eines Geschäftsjahres für ein und denselben PKW ist nicht möglich. Beträgt die betriebliche Nutzung weniger als 50%, sind für den Ansatz der Betriebsausgaben und der privaten Nutzung neben der Fahrtenbuchmethode nur der Ansatz von 30 Euro Cent je gefahrenen Kilometer anwendbar. So. Warenentnahmen. Bisher haben Sie die Entnahme von Leistungen kennengelernt. Stellen Sie sich vor, Sie sind Raucher und Besitzer eines Zigarrengeschäftes. Fall 38. Kubanische Träume. Zigarrenhändler Z entnimmt im Januar 01 aus seinem Warenbestand 10 Zigarren für private Rauchzwecke. Die Anschaffungskosten für diese Zigarren betrugen jeweils 10 Euro. Z bietet sie in seinem Laden zu einem Preis von 19,99 Euro an. Handelt es sich um einen Eigenverbrauch? Wie hoch ist die Bemessungsgrundlage? Auch Warenentnahmen werden wie fiktive Betriebseinnahmen behandelt. Der Einkauf der Waren, Zigarren, wurde als Betriebsausgabe gebucht. Durch die private und nicht mehr geschäftliche Nutzung muss der ursprüngliche Betriebsausgabenabzug wieder zurückgedreht werden. Dies erfolgt durch Ansatz einer fiktiven Betriebseinnahme. Ist der Unternehmer vorsteuerabzugsberechtigt, ist die private Name auch umsatzsteuerpflichtig. Für alle Entnahmen müssen Aufzeichnungen geführt werden, anhand derer die Bemessungsgrundlage
für die entsprechenden Betriebseinnahmen leicht nachvollziehbar sind. Diese Entnahmen können mit den tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet werden. Für bestimmte Gewerbe sind pauschale Richtsätze vorgesehen, die die Möglichkeit zur monatlichen oder jährlichen pauschalen Erfassung der Entnahme eröffnen. Dies betrifft insbesondere das Handwerk. Hier einige aktuelle Richtwerte. Angaben pro Jahr und Person jeweils zuzüglich Umsatzsteuer. Getränkehandel ca. 370 Euro, Bäckerei ca. 1500 Euro, Kaffee ca. 1700 Euro, Fleischerei ca. 1650 Euro, Gastwirtschaft ca. 3200 Euro. Hinweis: Für Kinder ab dem 2. bis zum 12. Lebensjahr, die im Haushalt leben müssen, die halbierten Richtsätze angesetzt werden. Diese Richtsätze werden entsprechend dem Lebenshaltungsindex jährlich aktualisiert und veröffentlicht. Bei Ansatz der Richtsätze entfällt das Erfordernis der Einzelaufzeichnungen der Warenentnahmen, von dieser Vereinfachung ausgenommen sind Tabakwaren. Zigarrenhändler Z hat die Entnahmehandlung daher mit Betriebseinnahmen in Höhe des Einkaufspreises von insgesamt 100 Euro und einer Entnahme für die fiktiv entstandene Umsatzsteuer in Höhe von 19 Euro anzusetzen. Da er die Zigarren zusätzlich zu einem höheren Preis verkauft hätte, ist insoweit irrelevant. Private Telefonnutzung. Fall 39, private Telefonate. Unternehmer U zahlt im Jahr insgesamt 1300 Euro für seinen Firmentelefonanschluss und die über diesen Anschluss geführten Telefongespräche. Er nutzt diesen Anschluss auch für private Telefonate. Was hat er deswegen steuerlich zu beachten? Die private Nutzung des Firmentelefonanschlusses stellt eine unentgeltliche Wertabgabe dar, die umsatzsteuerpflichtig ist. Für diese Wertabgabe muss eine Betriebseinnahme angesetzt werden. In der Regel erfolgt das durch einen pauschalen Prozentbetrag der jährlichen Kosten. Steuertipp: Zu empfehlen ist dabei ein Ansatz zwischen 10% und 30% der Telefonkosten. Ist das der Finanzverwaltung zu niedrig, kontern Sie mit Ihrem noch vorhandenen privaten Telefonanschluss bzw. den Hinweis, dass man als Selbstständiger selbst und ständig für das Unternehmen unterwegs ist und kein Privatleben kennt. Nutzungsentnahmen und Leistungsentnahmen. Die private Nutzung von betrieblichen Gegenständen umschreibt man mit dem Begriff Nutzungsentnahme. Derartige Nutzungsentnahmen führen zu umsatzsteuerpflichtigen Betriebseinnahmen. Wie ist jedoch die private Nutzungsentnahme zu bewerten, wenn bei der Anschaffung des Wirtschaftsgutes keine Vorsteuer gezogen wurde? In diesem Fall erfolgt die Nutzungsentnahme ebenfalls ohne Umsatzsteuer. Das sehen wir uns im folgenden Beispiel an. Fall 40, die Garage. Der Zigarrenhändler Z hat ein Lager angemietet. Dort bewahrt er Warenbestände für den Verkauf in seinem Laden auf. Die monatliche Miete beträgt 1000 Euro ohne Umsatzsteuer. Z ist auch ein leidenschaftlicher Motorradfahrer. Weil er in seinem Wohnhaus keinen Platz dafür hat, nutzt er eine Ecke des Lagers, um dort sein Motorrad abzustellen. Der Platz für das Motorrad nimmt ca. 10% der Gesamtfläche ein. Was muss Z in diesem Zusammenhang steuerlich berücksichtigen?
Für Z bedeutet dies, dass neben den 1.000 Euro für die als Betriebsausgabe zu erfassende Lagerraummiete zudem eine Betriebseinnahme in Höhe von 10% von 1.000 Euro 100 Euro monatlich anzusetzen ist. Da es sich bei der Lagerraummiete um eine umsatzsteuerfreie Leistung handelt, vergleiche Beschluss 4 Nummer 12 Umsatzsteuergesetz, für die kein Vorsteuerabzug in Anspruch genommen werden konnte, fällt auch bei der Betriebseinnahme für die private Nutzung des Lagerraums keine Umsatzsteuer an. Fall 41. Easy Rider. Vor Beginn der neuen Motorradsaison im März 01 beauftragt Zigarrenhändler Z seinen Lagerangestellten L, das Motorrad grundsätzlich zu säubern. Der Ladenangestellte L erhält einen Stundenlohn von 15 Euro. Für die Säuberung des Motorrads benötigt L 2 Stunden. Wie ist dieser Sachverhalt im Rahmen der EÜR des Z steuerlich zu beurteilen? Wenn Angestellte des Unternehmens für dessen privaten Bereich Leistungen erbringen, muss der Unternehmer eine Betriebseinnahme ansetzen. Es handelt sich um eine Leistungsentnahme, die ebenso grundsätzlich der Umsatzsteuerpflicht unterliegt. Denn der Unternehmer, der privat von dieser Leistungsentnahme profitiert, darf nicht besser gestellt werden als ein anderer privater Konsument. Für Z bedeutet dies, dass für die Wartungsarbeiten von L eine Betriebseinnahme in Höhe von 2 mal 15 Euro, also 30 Euro zu erfassen ist. Hinzu kommt die Umsatzsteuer in Höhe von 19% auf 30 Euro, also 5,70 Euro. Ohne Berücksichtigung des Arbeitgeberanteils zur Sozialversicherung. So. Das Ganze endet mit Leitsatz 14, einem Steuertipp und einem letzten Hinweis. Leitsatz 14, Nutzungs- und Leistungsentnahme. Private Nutzung von betrieblichen Gegenständen und betrieblichen Leistungen führen zu Betriebseinnahmen, die grundsätzlich der Umsatzsteuerpflicht unterliegen. Die Privatnutzung teilt das Schicksal der Anschaffung. Das bedeutet, wurde bei der Anschaffung keine Vorsteuer abgezogen, ist die spätere private Nutzung ebenfalls umsatzsteuerfrei. Die private Nutzung betrieblicher Wirtschaftsgüter ist als fiktive Leistung des Unternehmens Nutzungsüberlassung an die nutzende Privatperson gegen Entgelt zu behandeln. Die darauf anfallenden Kosten werden daher als Betriebseinnahme beim Unternehmer berücksichtigt, um eine Besserstellung des Unternehmers gegenüber Privatpersonen zu vermeiden. Steuertipp: Ein bestimmter prozentualer Anteil der Telefonkosten des Privatanschlusses kann als Betriebsausgaben abgezogen werden, soweit der Anschluss tatsächlich betrieblich genutzt wird. Dies ist glaubhaft zu machen. Dann ist eine Abrechnung entweder nach Einzelgesprächsnachweis oder durch pauschalen Ansatz von 10-30% der privaten Telefonkosten als Betriebsausgaben möglich. Die Vorsteuer aus dem sich hieraus ergebenden Betrag kann jedoch nicht abgezogen werden, weil die Rechnung in der Regel nicht auf die Firma lautet. Ein letzter Hinweis. Geldentnahmen fallen ausdrücklich nicht unter den Eigenverbrauch. So. Es geht weiter mit Lektion 10, die Behandlung der Umsatzsteuer und Vorsteuer. Tschüss.